Hi Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich heute in Kenzing und möchte euch einen ganz besonderen Ort vorstellen. Erzähl doch eine Geschichte zum Haus und zur Geschichte von Hammerschmiede. Hammerschmiede im Muggental. Genau. Das wissen viele nicht mehr. War bis vor, sagen wir mal, 30 Jahren war das ganz normal. Ja, das ist ja schon 40, die Zeit vergeht. Hat sich aber in den letzten eben 40 Jahren irgendwie verloren, Sprachgebrauch. Das ist einfach so, Sprache lebt. Aber natürlich, in den alten Bauplänen, wir feiern ja nächstes Jahr das Jubiläum, steht natürlich das drin und ich habe eins immer wieder, das soll ja auch nicht. Zumal es ja auch noch andere gibt, in Heiningen das Hammerwerk oder in Wittschental die Hammerschmiede oder in Reichenbach bei Laach die Hammerschmiede. Da hat man immer Unterscheidung, im Muggental oder früher haben sie auch mal Zeit lang Muckenschmiede dazu gesagt, da ist schon nicht klar, wo ist das. Ne? Wie alt ist die Schmiede? Eben, ich sage ja, 150-jähriges Jubiläum nächstes Jahr. Erstmals urkundlich erwähnt, habe ich aber auch nicht gewusst, wurde sie 1866 schon im Dezember oder so. Und dann aber der nächste Behördegang war wohl dann im Frühjahr 1867 und daher, das war mir auch immer die längste Zeit bekannt, haben wir das halt auch als Jubiläumsjahr jetzt festgesetzt, die Fertigstellung war, das weiß ich nicht. Wie ist das entstanden? Die Schmiede wurde gebaut von Rudolf Bärle, der war damals, also zu der Zeit, Müller auf der Muggenmühle. Muggenmühle, da haben wir wieder Muggenmühle. Die untere Muggenmühle, muss man richtigerweise sagen. Das ist das nächste Anwesen auf der rechten Seite. Genau. Und der Müller hatte zu der Zeit zwei Söhne. Einer war wohl Hammerschmied. Die Betonung liegt auf Hammerschmied. Wenn man Hammerschmied sagt, meint man natürlich der Schmied, der mit mechanischem Hammerwerk arbeitet. Wenn ich Schmied sage, ist das in der Regel, also der Rudolf Werner hat diese Schmiedewerkstätte auf seinem Grundstück hier im Muggental errichtet, unterhalb der Muggenmühle, weil da noch Restgefälle vom Mühlbach vorhanden war, auf seinem Grundstück, auf der Gemarkung sozusagen gelegen ist. Und das ist eine Museumsschmiede, habe ich das so gesagt? Und das ist eine Museumsschmiede inzwischen, genau. Gibt es da die Möglichkeit, dass man die sich angucken kann? Offiziell? Für Außen? Ja, im Grunde genommen schon, nur nicht zu jeder Tages- und Zeit oder Nachtzeit oder wie auch immer, sondern nach Absprache, weil geht ja nicht. Also man ruft dich quasi, genau, man ruft mich quasi an oder macht über das Internet einen Termin. Es gibt auch eine Internetseite, die natürlich hoffnungslos veraltet ist, die jetzt mal aktualisiert wird. Und da macht man eben dort einen Termin, so wie wir uns auch immer gefunden haben, über E-Mail war es ja. Genau. Und dann läuft es ja auch relativ bald. Ne? Genau. So macht man das, oder? Ja, also 1867, haben wir gesagt, ist das entstanden, hat seine Blüte erfahren. Dann über die Jahrhundertwende, vorletzte Jahrhundertwende, ging es Schlag auf Schlag. 1967, letzter Hammerschlag. Dann ist das Ding ohne Zweck entfremdet worden. Mein Vater hat zwar Schmied gelernt, aber dann hat es gehasst, weil er es lernen musste. Und das ist verständlich. Das war halt damals so. Und deswegen hat er das Ding auch nicht angehört. Es war ihm auch nichts wert. Aber zum Glück kam es nicht raus. Weil in den 70er Jahren war eine Umbaumaßnahme geplant mit einer Toilette von Gaststätte unten rein. Und, aber gemacht worden ist nichts, das Ding ist natürlich älter geworden mit jedem Jahr. Wenn es nicht gepflegt wird, wird es nicht besser, sondern schlechter. Das heißt, 87, also 20 Jahre nach dem Ableben vom Großvater, ist das dann wirklich am Boden gewesen, weil da war das Hochwasser. Schmiede eben voll mit Schlamm, 2 Meter Wasser, ganz klar, so war das. Und das war sozusagen die Initialzündung. Dann habe ich damals angefangen mit Restaurieren. Das erste war ein Kamin zu bauen für die Esse, weil der Kamin hat es damals nicht mehr gegeben. Also ein Feuer hin und dann peu à peu. Das nächste war der Schleifstein einbauen, Werkbank einbauen, dann kam der Schleifstein und so weiter. Und wie es in der Schmiede aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Thank you.
Into my Lord, that I should rest.
Also ihr habt gesehen, wie so ein Tag hier aussehen kann und ich habe am wenigsten gemacht von allen und ich darf sagen, das haben wir uns Feierabend verdient, oder? Unbedingt. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao.